vollbracht. Alle 5 Videos habe ich fertig gemacht. Ich habe, glaube ich, 4-5 Tage dafür gebraucht. Es ist auch an einem Tag möglich, definitiv. Man muss sich halt dann wirklich nur einen ganzen Tag daran setzen. Aber man würde das auch in einem Tag schaffen, denn ich habe für ja, jedes der Sachen ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Wenn nicht sogar weniger, gerade mit der Nähmaschine, das waren Sachen von 10-20 Minuten. Ja, es ist auf jeden Fall verbracht, es ist fertig, es sieht wunderschön aus und das zeige ich euch jetzt auch, denn ich denke, einige wollen das vielleicht wissen. Es passt alles super zusammen, ich bin ziemlich zufrieden, dass ja, mich selbst irgendwie widerspiegelt, eigentlich sehr schlicht und einfach, ein wenig elegant, würde ich sagen. Und ja, also ich zeige euch das mal schnell. So sieht es momentan aus. Also wie ihr sehen könnt, habe ich 2 Kettenhalter, einmal den etwas kleineren und den größeren für meine etwas längeren Ketten. In der Mitte habe ich dann mein Parfum und so sieht das jetzt aus. Wie ich finde, super schön, aber ich werde auf die einzelnen Dinge nochmal eingehen. Ich würde sagen, fangen wir mit den Uhren an. So, bei den ersten. Das wären jetzt schon mal 3 Uhren. Das ist eine von Primark. Die kleine hier unten. Die ist von meinem Vater. Dann noch eine Uhr. Und auf der anderen Seite sind dann auch noch welche. Die habe ich von meiner Oma. Das ist auch noch eine von Primark. Und die habe ich von meiner Schwester bekommen, von Swarovski. Auch eine sehr schöne, aber sie ist halt rosa und das ist immer ein bisschen schwer zu kombinieren, meiner Meinung nach. Aber gut, es ist ein Geschenk, ich finde sie wunderschön. Und so viel wäre es jetzt erstmal zu meinen Uhren. Also wie ihr sehen könnt, so viele Uhren habe ich noch gar nicht. Ich nehme mir jedes Jahr vor, mir ein paar Uhren zu kaufen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Irgendwie finde ich immer was an der Uhr auszusetzen. Irgendwas mag ich meistens nicht. Na gut, weiter geht's. So sieht das Gestell aus. Ihr kennt es ja schon, denn ich habe das Video dazu online, wie ich das gebastelt habe. So, also ich habe jetzt so ein paar Ketten. Die gehört definitiv zu meinen Lieblingsketten, weil ich die passenden Ohrringe dazu habe. Die sind super, super süß, diese kleinen Vögel. Dann eine kleine Eule, die ich auch super süß fand. Sie hatte mal eine Schleife, aber die Schleife habe ich hier irgendwie verloren. Vielleicht werde ich da mal eine neue rankleben. Dann mein kleiner pinker Roboter mit einem Herz. Der ist auch so süß. Meine I Love London Kette, die habe ich mir in London gekauft. Damals. Ja, auch sehr schön. Und wie ihr aus dem London Hall schon kennt, meine kleine Brieftaube. Bei der anderen Seite sind ein paar silberne Ketten. Die habe ich ja auch von meiner Schwester bekommen. Ich glaube, es war ein Geburtstagsgeschenk. Ja, so, dann noch ein Herzchen. Das war ganz günstig. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe. Ich glaube, ich habe das mal bei New Yorker oder so gekauft. Also es ist schon Jahre, Jahre alt. Dann noch mehr Kettchen. So. Und hier ganz hinten habe ich noch mein Herzchen. Funkel, Funkel. Und das ist rosa. So, dann gehen wir mal zu den etwas längeren Ketten.
einmal diese Kette hier. Dazu habe ich auch die passenden Ohrringe. Ich mag das, wenn ich die passenden Sachen habe. Manchmal sieht das ein bisschen übertrieben aus. Das muss man immer schauen, wie man das dann auch kombiniert. Dann mein kleiner Apfel. Den liebe ich auch ganz doll. Den trage ich auch ganz gerne. Dann mein Plüschteil hier. Finde ich auch zucker süß. Ich mag diese Farbe. Dieses altrosa korallmäßige. Dann eine ganz normale Perlenkette habe ich da noch. Und zwar diese hier. Das ist eher so meine Weggehkette. Die pimpt immer noch mal so jedes Outfit ein wenig, dadurch, dass die wirklich, wirklich dunkel ist. Dann hier auch so eine Vintage-Kette, die habe ich damals aus England. Die habe ich in England gekauft, in London, in irgend so ein, ich weiß auch nicht, was das für ein Shop war. Jedenfalls habe ich sie da gekauft, die hier. So, dann noch eine Eule. Ich mag Eulen. Und dann nochmal eine ganz normale, ganz schlichte. Dazu habe ich auch die passenden Ohrringe und das passende Armband habe ich sogar dazu. Weiter geht's mit ein paar Ringen, die ich hier habe. Ja, eigentlich nichts Besonderes. Ein paar bunte, ein bisschen bunt. Hier so ein Leopard. Dann, den habe ich von meiner Cousine bekommen. Ein paar H&M-Ringe. Dann von, ja, eigentlich alles Mögliche habe ich hier drin. Der ist auch aus England, glaube ich. Auf der anderen Seite geht es weiter. Ja, hier also die Goldabteilung. Den finde ich ganz süß, weil da steht Love drauf. Huh. Dann so ein paar abgefahrene Dinge noch. Also an sich ganz süß. Und es sieht jetzt dann natürlich immer sehr aufgeräumt aus. Weiter geht's mit den Ohrringen. Wie ihr wisst, können wir das hier alles rausnehmen. So. Ups, ich pack's mal kurz hier rauf, damit ihr das sehen könnt. Ja, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. So ein paar Ringe, ein paar Ohrstecker. Das sind hier alles so eine Steckohrringe. Eher die rosa Abteilung hier. Dann die kleinen Vögelchen da oben, die ich ja ganz süß finde, weil die sich immer knutschen. Und ja. Also an sich auch ziemlich süß. Alles sieht sehr aufgeräumt aus. Und man kann es halt immer gut verstauen. Und mehrere übereinander stapeln. So. Hier haben wir auch nochmal genau das Gleiche. Also, huch. Die Ohrringe hier. Darunter sind dann auch noch welche, ein paar größere. Ich muss auch noch eins von diesen Teilen basteln, denn ich habe noch mehr Ohrringe. Und ja, die kommen dann auf die andere Seite. Also wirklich, wirklich praktisch. Ich bin damit total zufrieden. Ich kann das auch nur empfehlen, wer diesen IKEA Schrank hat und dieses Element mit drin hat, kann ich nur empfehlen. Und dann kommen wir zur Mitte. In der Mitte haben wir die ganzen Armbänder. Das sind jetzt eher so eine festeren. Dann hier, wie ich euch schon erzählt habe, diese ganzen Vintage-Sachen. Aber da fehlen mir noch ein paar, deswegen sieht es jetzt ein bisschen leer aus. Aber ich werde die schon finden. Dann hier hinten habe ich die ganzen Perlen. Hier ganz hinten
habe ich dann noch mein Möchtegern-Bling-Bling. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also die Serie Räum deinen Schmuck weg. Vielleicht konntet ihr ein paar Ideen sammeln, wie ihr etwas verstauen könnt. Und ja, wie viel Schmuck habt ihr eigentlich zu Hause? Das würde mich ehrlich gesagt mal interessieren. Denn ich glaube gar nicht, dass ich so viel Schmuck habe. Aber ich bin momentan wirklich zufrieden, dass das alles sehr akkurat weg ist und beziehungsweise einsortiert wurde. Ich hoffe, dass es beibehalten kann, dass ich das wirklich immer regelmäßig da auch wieder alles reinpacke, wenn ich was kaufe oder hier irgendwo in der Wohnung was finde. Ich muss sagen, es ist leider noch nicht alles drin. Ich muss hier noch ein paar Sachen einsortieren, aber ich bin ehrlich gesagt zu faul. Ich bin so froh, dass es jetzt erstmal fertig ist. Ich muss auch noch ein paar von den Ohrringen, von den Ohrringleinwänden basteln. Beziehungsweise zwei brauche ich noch, damit meine ganzen Ohrringe ja, dann platziert sind. Und ja, also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Hinterlasst mir ein paar Kommentare. Wie löst ihr die Sache? Habt ihr Aufbewahrungssachen? So eine kleinen Bäume, Ständerchen, Halterungen? Werft ihr alles in eine Kiste, so wie es bei mir am Anfang war? Oder ja, was macht ihr? Wie habt ihr eure, oder wie schafft ihr die Ordnung mit eurem Schmuck? Und ja, das war's. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüssi.